Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, ich habe mich jetzt leider einige Zeit gar nicht mehr online blicken lassen. Und zwar hatte das einen ganz einfachen Grund, nämlich dass ich mit ziemlich hohem Fieber im Bett gelegen habe. Und wie ihr wahrscheinlich hören könnt, geht es mir immer noch nicht so hundertprozentig gut. Aber ich möchte jetzt einen Super-GAU machen. Und zwar habe ich ja kein einziges Urpferd. Und die haben das erste Mal Urpferde verkauft, ich glaube einen Monat bevor ich angefangen habe zu spielen. Das letzte Mal, nicht das erste Mal. Und deshalb, wie ihr schon im Hintergrund seht, hier sind ganz viele dieser schnuckeligen Kerlchen. Und ich habe einige doch sehr stark ins Auge gefasst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle kaufen werde. Das, oh Gott, ich habe mir nämlich gerade natürlich nicht im Angebot, weil das Angebot natürlich mal wieder nicht zum ersten des Monats kam, habe ich mir neue Starcoins geholt und bin so versessen auf die Urpferde, dass ich definitiv jetzt welche holen werde. Ihr werdet jetzt dabei sein und ja, ich schneide dann einfach wie gewohnt immer weg, wenn ich dann überlegen bin, was die für Namen bekommen. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich loslegen soll. Normalerweise fange ich immer rechts an, aber ich glaube, ich fange links an, weil ich dieses schnucklige Kerlchen hier so toll finde. Irgendwie, ich bin mir noch nicht sicher, doch ich finde schon irgendwie, es sieht sehr männlich aus. Es ist sehr, sehr süß. Ich mache das am besten mal eben ohne Pferd. Es tut mir leid, Chocolate Angel, aber ich muss dich mal eben hier in der Ecke abstellen. Wobei das jetzt keine Ecke ist, aber egal. So, wie ihr seht, das Pferd ist wirklich unheimlich groß. Aber irgendwie ist es auch richtig cool, finde ich. Das Pferd gehört, wie bereits schon gesagt, zur Rasse des Jorvikschen Urpferdes. Die haben eine Stärke von 5, eine Disziplin von 2 und eine Ausdauer von 1. Level Einschränkungen gibt es nicht. Das Pferd an sich kostet allerdings fast 600 Starcoins, also 599. Ich versuche euch jetzt noch den Text vorzulesen, obwohl ich jetzt schon merke, wie es im Hals wieder kratzt. Auf Jorvik sind nicht nur viele schöne und majestätische Pferderassen aus der ganzen Welt zu Hause, sondern auch die mit Abstand eindrucksvollsten Pferde, die man hier auf dieser Insel antrifft. Diese außergewöhnlichen Pferde bezaubern mit ihren Mähnen und Schweifen in allen Farben des Regenbogens, die die kühnste Vorstellungskraft übertreffen. Und sie schimmern wie Juwelen oder brennen mit einem Feuer, das den Elementen innewohnt. Kurzum, wir reden über die Jorvikschen Urpferde. Das Jorvikische Urpferd ist nicht so sehr eine Rasse, als vielmehr ein Wesenszug, den jedes Fohlen aufweist, das in den entfernten Ecken der Insel geboren wird. Früher gehörten die farbintensiven Schattierungen und die mystischen Fähigkeiten des Jorvikschen Urpferdes, ups, ich hätte nicht scrollen sollen, den Mythen und Legenden an. Nur die Bewahrer Aydins kannten die Wahrheit. Das Erscheinen der Jorvikschen Urpferde ist eine Antwort auf den pandorischen Energiefluss. Das erklärt, warum die Pferde ihre reine Form in Dörfern und Städten verbergen und ihr wahres Wesen nur in der Natur zeigen, wo die pandorische Energie stärker ist. Oh, das hört sich so schön an. Der Charakterzug des Jorvikschen Urpferdes kann nicht durch die Zucht weitergegeben werden, was diese Pferde zu sehr seltenen Vertretern ihrer Art macht. Nur die Betreuer mit der Gabe des Tierflüsterers gelingt es, diese Tiere zu satteln. Das werde ich sein. Diese stolzen Pferde zu reiten, erfordert darüber hinaus eine ganz besondere Bindung. Wenn man das liest, fühlt man sich wirklich extrem gut. Ich werde dieses Pferd jetzt auf jeden Fall kaufen. Ich habe mich so darin verliebt. Werde mir mal kurz einen Namen ausdenken und schalte euch dann gleich wieder hinzu. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, was ich ausgewählt habe. Ich schwanke noch zwischen Fire Angel und Flame Angel. Also Feuerengel oder Flammenengel. Wobei ich diese schönen Sterne hier auf dem Rücken so toll finde. Und ich meine, dass keiner der anderen... Nee, keiner der anderen hat das. Ich entscheide mich doch gerade nochmal um...
Galaxy ist drin. Das ist schön. Ich nehme Galaxy Angel, weil das hier, das sieht irgendwie so richtig schön sternenmäßig aus, wie die Galaxie. Galaxy Angel, das ist perfekt. Nicht zufällig, sondern so. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Galaxy Angel steht nun leider auf der Weide, weil in meinem Heimatstadt kein Platz mehr ist. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Dankeschön, Dankeschön. So, ist ein bisschen problematisch hier gerade. Das wird mein nächstes Pferd werden, wenn ich mir das so angucke. Ich hoffe, ich glaube, irgendwas mit Rainbow ist auf jeden Fall drin. Ich glaube, ich nenne die alle Engel. So Rainbow Angel kommt dann jetzt als nächstes. Ich werde das Pferd auf jeden Fall jetzt erstmal anklicken. Dieses Pferd hier kostet auch 6, nicht 600, 599 Starcoins. Der Rest ist soweit alles gleich, weil die Jorvikschen Urpferde, die sind halt alle gleich von der Stärke, Disziplin und Ausdauer. Der Text ändert sich natürlich auch nicht. Und auch du guckst mich so süß an. Ich finde das so niedlich. Und ich werde sie auf jeden Fall jetzt holen. Und zwar jetzt ohne Cut, wenn ich denn Rainbow finde. Ja, Rainbow ist drin. Und Rainbow Angel ist auch machbar. Herzlichen Glückwunsch. Rainbow Angel wurde auf deine Wiese katapultiert, wollte ich gerade sagen. Transportiert. So. Eieiei. Also das Fieber hat irgendwie meinen Kopf etwas Malle gemacht, wobei ich nicht sagen kann, ob das wirklich am Fieber lag oder ob ich das Problem nicht vorher schon hatte. Du siehst auch sehr schnuckelig aus, irgendwie mein Großer. Du siehst wirklich so amethystmäßig. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich dich haben will, aber du hast ein richtig geiles Lila drin. Lila und Schwarz wäre mir jetzt lieber gewesen, aber das gibt es hier nicht. Es gibt nur hellblau und schwarz. Aber du siehst, du erinnerst mich irgendwie an ein Pferd von den, wieso habe ich jetzt Hellrangers im Kopf? Keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Also, wie ihr merkt, mein Kopf ist gerade irgendwie total, ich weiß es nicht. Es ist relativ klein, finde ich. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb es nur 400 kostet. Ich muss noch mal eben rausgehen. Genau, wenn ich hier... Ach, deswegen haben die auch getrennt von den Pferden gestellt. Wenn ich daneben stehe, wirkt es nämlich wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zu den Zweien, die ich gerade gekauft habe. Aber es ist halt kein Pony, also es ist schon ein Pferd. Es kostet allerdings auch nur noch 399. Hat aber auch ein bisschen weniger Stärke sich gerade. Und zwar eine Stärke von 4, eine Disziplin von 2. Und nicht die Ausdauer, sondern die Agilität mit 1 erhöht. Gut, der Text ist der gleiche, so wie ich das hier sehe. Ja, ist ein bisschen agiler. Ja gut, ist irgendwie logisch, weil die Großen, die können halt besser springen. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, das Pferd auch zu kaufen. Halte mich jetzt alle für bescheuert, aber ich habe mir jetzt extra diese Starcoins geholt, um die Urpferde zu kaufen. Alles andere ist mir jetzt egal, da kann ich auch drauf sparen. Amethyst wäre jetzt, wie gesagt, schön. Ja, genau, das gab es nämlich auch. Aber du bist kein Angel, du bist irgendwas Männliches. Amethyst, Boy? Gibt's Boy? Amethyst Boy. Okay, es wäre drin. Aber es sieht irgendwie komisch aus. Ich würde sagen, ich suche jetzt nochmal nach Alternativen und sage euch gleich, ob ich bei dem Namen bleibe oder mir vielleicht doch einen anderen ausgesucht habe. Ja, und wie konnte es auch anders sein? Ich habe doch nochmal den Namen ein klein wenig abgeändert. Amethyst Boy finde ich eigentlich auch schön. Dann hatte ich gerade noch was mir gerade entfallen ist. Amethyst Hero hatte ich noch überlegt. Aber ich entscheide mich letztendlich jetzt doch für den Amethyst Guardian. Das hört sich irgendwie, ja, finde ich ein bisschen heldenhafter an, als wenn man Amethyst Hero nehmen würde. Du heißt jetzt Amethyst Guardian. Herzlichen Glückwunsch auf meiner Weide. Ich würde gerne sagen im Stall, aber da ist es wie gesagt zu voll gerade. Vielleicht mache ich mir den Spaß auch mal und mache mir meinen ganzen Stall einfach voller Urpferde. Muss ich mal schauen. Es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ach, was ist mit dir? Du bist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ach, ihr seht alle so hübsch aus. Obwohl ich auf Blau ja eigentlich gar nicht stehe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die anderen schon hole, dann denke ich auch den Blauen. Ich finde die alle so toll. Da oh, ich wollte nicht durch dich durchlaufen. Es tut mir leid. Ich finde die alle irgendwie so toll, weil das Schöne an diesen Pferden ist ja, ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie sie aussehen, wenn sie nicht verwandelt sind. Das müssten wir uns dann gleich mal angucken. Aber ja, diese Pferde haben sowas Edles, sowas Mystisches. Ich meine, das ist natürlich auch das, was es sein soll, weil es sind ja nun mal die Urpferde. Aber ich finde dich so toll, Schnuckelchen. Der hier kostet zum Beispiel auch nur 399, genauso wie ich es vermutet hatte, weil er zu der kleineren, ja, Rasse kann ich nicht sagen, zur kleineren Art oder wie auch immer gehört. Die Werte sind natürlich gleich, wie gerade eben auch schon. Dann werde ich, ach du guckst mich so süß an, das ist so unfair. Dich nenne ich aber auf jeden Fall Feier, das ist auf jeden Fall schon mal klar, weil du hast über, obwohl ich könnte dich auch Flame nennen. Aber ich glaube, Feier ist besser. Ja, jetzt bin ich hier voll über das F gerade drüber gerascht. Also Flame finde ich auch schön. Aber ich finde, er sieht so, ja, er sieht eher nach Feier aus. Ich weiß auch nicht. Fire Harmony hört sich für mich so. Fire Hero würde bei Ihnen jetzt aber gut passen, würde ich sagen. Feuerheld. Ja gut, ist auch irgendwie. Fire Guardian würde bei Ihnen natürlich auch schön sein. Aber irgendwie, es zieht mich bei ihm wirklich mehr nach Fire Hero. Da werde ich nicht lange fackeln. Das nehme ich jetzt einfach. Ich höre da immer so auf mein Bauchgefühl. Manchmal finde ich auch Sachen im Nachhinein, wo ich denke so, das hätte vielleicht ein bisschen schöner geklungen. Aber eigentlich, ich denke mal, man trifft immer doch die perfekte Wahl, wenn man es am Anfang macht. So, dann haben wir dieses tolle Schnuckelchen. Feuer und Eis, ne? Dich nenne ich auf jeden Fall irgendwas mit Eis. Das passt einfach super gut. Achso, hindrehen wäre vielleicht ganz günstig. Ja, gibt es auch für 399 Star Coins. Und mein Konto leert sich so langsam wieder. Aber das ist egal. Ich will diese Schnuckelchen unbedingt haben. Ich sag ja, ihr haltet mich alle garantiert für verrückt. Zumal, wie man ja sehen kann, ich war jetzt über eine Woche nicht mal online. Wegen meiner Gesundheit. Also sprich wegen dem Fieber und alles. Und ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte mein Pferd nicht mehr leveln. Ich konnte nicht questen. Ich konnte noch nicht mal einen Stall machen. Also ich hätte es eigentlich gekonnt, aber jedes Mal, wenn ich aufstehen wollte, habe ich gedacht, du fühlst dich so scheiße. Steh nur auf, wenn du was zu essen brauchst oder was zu trinken. Oder wenn du deine Tochter abholen musst. Ja, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber es war wirklich so. Also ich habe mich echt scheiße gefühlt die ganze Zeit über. Und wer mich kennt und jetzt wahrscheinlich auch hört, trotz der Stimme, weiß, dass es mir da richtig dreckig ging. Und ich sehe gerade, Magic wäre ja auch noch drin gewesen. Fire Magic wäre natürlich auch ein schöner Name gewesen. Wobei Ice Magic passt irgendwie nicht so, finde ich. Ice Hunter finde ich passt gar nicht mal so schlecht. Ice Jewel? Es gibt so viele schöne Namen, wie ihr seht, oder die schon länger spielen und auch schon ein oder mehrere Pferde haben, wissen das ja auch, was man sich da alles aussuchen kann. Es ist grauenhaft. Es gibt so viele schöne Kombinationen. Ice Jewel wäre natürlich schön, das Eisjuwel, aber ich finde, das kann man bei einem Pferd, was so ähnlich aussieht, aber weiblich. Also ich finde, er sieht eindeutig maskulin aus. Oder was meint ihr? Also ich finde, er sieht eindeutig maskulin aus. Deswegen nehme ich mal Ice Hunter. Das jetzt so gut war, weiß ich nicht, aber ich nehme jetzt mal Ice Hunter. So. Oh, ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich gerade bin, weil ich bin seit, oh, wie lange spiele ich das Spiel? Schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr bin ich die ganze Zeit darauf versessen, endlich mal ein Urpferd kaufen zu können. Und es hat nie funktioniert. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit dazu.
Entschuldigung, Gary, zu dir komme ich später auch noch, weil du hast anscheinend eine Quest für mich. Was mich sehr wundert, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich von ihm keine mehr bekomme. Aber okay. Das hier ist auch einer meiner Favoriten. Wobei, jetzt so vom Namen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass da Pünktchen drauf waren. Ja, da muss ich jetzt wirklich gleich mal offline ein bisschen nach einem Namen suchen, weil es erinnert mich an Farbe. Es ist pink. Es ist kein Engel. Das würde ich nicht sagen. Also Angel würde ich es nicht nennen. Aber ich muss mal schauen. Ich muss wirklich schauen. Diese Pferde fangen jetzt wieder an, 599 Starcoins zu kosten. Und wie gesagt, die haben anstatt von der Agilität, wie die wir jetzt gerade hatten, die ganze Zeit, haben sie wieder die Ausdauer und einen Punkt mehr in der Stärke drin. So. Ich überlege mir jetzt erstmal einen Namen, weil ich wirklich in dem Fall absolut keinen Plan habe. Und schalte euch dann gleich wieder hinzu. Also. Ich hatte erst überlegt, dieses Pferd Butterfly zu nennen, weil es irgendwie so schön bunt ist wie ein Schmetterling. Aber ich habe mich dann irgendwie dazu entschieden, dieses Pferd Flower Power zu nennen, weil ja, Blumen sind ja eigentlich auch bunt, also wenn man verschiedene Blumen hat. Und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie süß. Ich nenne dieses Pferd Flower Power. Außerdem musste ich da an die 60er, waren das die 60er Jahre? Mit den ganzen Hippie-Kommunen und so musste ich gerade dran denken. Und ich dachte, das passte eigentlich ganz gut zu dieser bunt gesprenkelten Farbe auf dem Rücken. So, was ist mit euch? Mag ich dich denn überhaupt? Ich kann dich eigentlich nicht als Einzige stehen lassen, weil die anderen beiden will ich nämlich auch haben. Zu dir komme ich aber zum Schluss. Ich gehe erstmal hier drüben hin. So. Da habe ich schon eine Idee. Also eigentlich habe ich zwei Ideen. Und zwar würde Leuchtkäfer ja schön passen. Also Firefly. Fände ich ganz toll. Aber ich gucke mal, ob ich noch eine Kombination mit Gold finde. Weil ich meine, also wie gesagt, sind auch wieder alle für 599, ne? Tiger Ace. Nee, also der Vorschlag ist ja jetzt mal gar nichts. Gold. Ja, Gold haben wir. Glory haben wir auch. Glory würde auch schön passen. Aber das wäre jetzt Golden Angel würde jetzt. Also irgendwas mit Golden. Gold ist natürlich so. Gold Power. Gold Prince. Gold Queen. Also ich schau mal nach, was es da mit Gold gibt. Es kann sein, dass ich es einfach nur Firefly nenne, weil es halt wie so ein Leuchtkäfer wirklich am Strahlen ist. Aber Gold passt halt eben auch. Also ich schalte euch auf jeden Fall gleich wieder hinzu. So, da bin ich wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, all die Kombinationen mit Gold, egal ob Gold vorne oder hinten steht, sind nicht so toll. Also das, was mir noch am besten gefällt, wäre jetzt Gold Warrior, aber das ist irgendwie so. Nee. Deswegen nehme ich hoffe, dass es auch richtig war, dass man das nehmen konnte. Gehst du nach oben hier? Deswegen, ja, deswegen werde ich es Firefly nennen. Mein kleiner Leuchtkäfer wird jetzt auf die Weide geschickt. Ich bin so stolz. Ich bin eine stolze, ganz viele Pferdemama. Wenn das natürlich jetzt echte Pferde wären, dann würde ich auch nur ein Pferd haben, dem mein Herz dann auch gilt. Aber gut, es ist halt ein Spiel, ne? Und bei anderen Spielen habe ich es auch, dass ich dann schon gerne mehrere Sachen zur Auswahl habe. Und vielleicht kennt irgendjemand zufälligerweise die Elder Scrolls Online von denen, die zugucken. Wahrscheinlich eher nicht. Da habe ich auch 18 Chars, mit denen ich spiele, damit ich unterschiedliche Leute spielen kann. Und alle sehen anders aus und alle haben andere Reittiere. Und es ist irgendwie, es muss für mich, ich weiß auch nicht. Du bist ein ganz tolles Schnuckelchen. Auf dich habe ich wirklich ein Auge geworfen. Wobei ich noch nicht so genau weiß, wie ich dich nennen werde. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Also eigentlich wäre was mit Eis auch wieder toll.
Wobei Emerald natürlich jetzt auch schön wäre. Ich werde mir auf jeden Fall eine schöne Kombination aussuchen und euch dann gleich nochmal hinzufügen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt wirklich lange, lange mit mir gehadert. Ich wollte eigentlich Blue Emerald haben für dieses Pferd. Aber die wollten nicht, weil die haben hier kein Emerald drin. Das kann ich euch mal eben zeigen. Also das sind auch nur vier, fünf Sachen überhaupt mit E drin. Wenn ich das Igel jetzt nicht doppel. Ne, genau, fünf Sachen nur mit E drin. Und dann habe ich lange überlegt. Da waren auch so Blue Desire hatte ich auch noch auf dem Schirm. Weil das passt irgendwie auch zu ihm. Aber ich habe mich dann daran erinnert, dass es wirklich blaue Diamanten gibt. Aber diese Diamanten sind wahnsinnig, wahnsinnig selten. Und die haben einen extremst hohen Wert. Und es ist ein Urpferd. Urpferde sind auch sehr selten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nenne diesen super tollen Schnuckel hier Blue Diamond. Das werde ich jetzt auch machen, ohne lange Vorreden. Nur damit ihr wisst, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, genau diesen Namen zu wählen. So, jetzt haben wir dich als Einziger hier. Jetzt haben wir hier niemanden mehr stehen. Außer dich. Was mache ich jetzt mit dir? Habt ihr das eigentlich auch seit dem Update, was ich jetzt bekommen habe? Sieht das hier total komisch aus, so als ob das irgendwie kaputt ist vom Hintergrund her. Wenn ihr das auch habt, wäre es lieb, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben würdet. Ob das jetzt, vielleicht wisst ihr, ob das gewollt ist oder nicht, aber ich denke eher nicht, weil viele Sachen haben so einen schwarzen Hintergrund, andere sehen so komisch aus. Ich denke mal, da sollte die Optik verbessert werden, aber halt der Hintergrund ist nicht angepasst. Also das ist alles ein bisschen. Achso, das ist ein Oberteil. Okay. Das ist alles ein bisschen seltsam. 1800 habe ich noch. Okay. Du kostest 600, ne? Ja, dachte ich mir schon. Also ich habe noch genug, um das Pferd zu kaufen, was ich mir noch kaufen wollte. Aber ich bin mir ehrlich gesagt bei dem hier nicht sicher. Also der ist so. Ich finde die Farbe nicht so schön. Es tut mir leid. Dann kannst du traurig gucken. Ja, ich weiß, du bist der Einzige, der jetzt übrig ist. Irgendwie finde ich ihn ja toll, weil er ist ein Urpferd. Also nicht nur deswegen finde ich ihn toll, sondern er hat ja schon was. Aber mir gefällt die Farbe nicht so wirklich. Ich meine, ich finde das toll, dass der hier so eine Art Tätowierung hat. Und wenn er jetzt schwarz wäre. Und das mehr so ein richtig beißendes Grün wäre, so ein knalliges, dann hätte ich ihn sofort genommen. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt aber nicht sicher, ob ich den jetzt so nehmen soll oder nicht. Der kann mir auch gar nicht in die Augen schauen. Das tut mir so leid, den hier stehen zu lassen. Aber irgendwie, auf der einen Seite denke ich mir dann, es ist nicht meine Farbe, also würde ich ihn dann wahrscheinlich auch nicht reiten. Also ist es ja auch Blödsinn, ihn zu kaufen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich weiß nicht, wann der wiederkommt. Und wenn ich jetzt die Chance verpasse, mir den zu holen und ich den dann doch haben will. Aber ich denke wirklich, dass ich ihn leider als einziges stehen lassen werde. Es tut mir wirklich leid, mein Schätzelein. Du bist wirklich auch sehr, sehr süß, aber irgendwie, wir haben keinen Draht zueinander aktuell. Es tut mir leid. Ich werde allerdings das Geld, was ich jetzt gespart habe, woanders ausgeben. Ja, ich weiß, es ist schlimm. Und zwar werde ich, jetzt muss ich selber mal gucken, ich glaube, es war hier in Ost-Epona, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, das war das, nee, Moment, hier war es gerade, das Mondsicheldorf in West-Epona, glaube ich, ist es gewesen. Da ist nochmal ein ganz, ganz großer Stall. Ich wurde auch gebeten, dass ich den mal vorstelle. Das mache ich auch im nächsten Video. Dann werde ich den Stall auch mal vorstellen. Und
Ein Pferd habe ich von dort schon gekauft, aber ich wollte noch ein anderes haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war, beziehungsweise ein Pony ist es, glaube ich, gewesen. Da werde ich dann definitiv meine Starcoins demnächst ausgeben. Oder ich werde erstmal die Starcoins sparen und das später kaufen und erstmal eine Ausrüstung für diese Pferde hier holen. Da muss ich mal gucken, weil es ist immer ein bisschen schwierig für so große Pferde überhaupt Ausrüstung zu kriegen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, auch wenn es draußen gerade extrem stürmisch ist und die Sonne irgendwie nicht mehr rauskommen will, sondern es nur noch regnet. Aber ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Halt, stopp, schaltet noch nicht aus, bitte. Eine kleine Sache habe ich total vergessen und zwar sind das ja Urpferde. Die verändern sich ja. Hier sieht man sie jetzt, wie sie aussehen, wenn sie auf der Weide bzw. im Grün stehen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich müsste die jetzt eigentlich alle reinziehen. Ich muss jetzt nur gerade mal schauen. Ich mache am besten einen kurzen Screenshot davon, damit ich dann auch wieder die hier reinstellen kann, die ich drin habe, weil ich nämlich das kleine Problem habe, dass ich eigentlich die Pferde, die ich leveln wollte, obwohl, naja gut, die Urpferde will ich ja auch leveln, die wollte ich ja eigentlich in den Stall stellen. Beziehungsweise im Moment ist es ja eher so, dass ich keine Zeit habe oder hatte zumindest, um den Stall regelmäßig zu machen und zu spielen. Dementsprechend sind die natürlich alle nicht gemacht. Also alle sind so rot hier, die jetzt im Stall stehen. Vielleicht lasse ich die dann doch lieber auf der Weide stehen. Aber ich werde euch die Pferde mal nach und nach hier reinziehen. Flash Power hatte ich da drin. Okay. So, das muss ich mir merken. Ich werde euch die Pferde nach und nach reinziehen und kann euch gar nicht zeigen, wie die Pferde aussehen, wenn sie nicht verwandelt sind, weil wir gerade im Stall sind. Und die Pferde da anscheinend verwandelt sind. Das ist ja irgendwie ein bisschen doof. Irgendwie sieht das Pferd so riesig aus, seitdem ich wieder auf einem normalen Pferd gesessen habe. Dann würde ich sagen, werde ich die Pferde nach und nach mit nach draußen nehmen und werde euch dann draußen mal zeigen, wie die einzelnen Pferde aussehen, wenn sie nicht verwandelt sind. So, wir sind gerade rausgekommen. Das ging jetzt aber flott. Da seht ihr jetzt, wie Rainbow Angel aussieht. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie ich die Pferde genannt habe. Das war vorher mal weiß mit so bunt gesprenkelten Pünktchen überall und Regenbogenmähne und sieht jetzt so aus. Erinnert ihr euch noch an Flower Power? Das Pferd sieht verwandelt einmal so aus. Und wenn es nicht verwandelt ist, sieht es so aus. Eigentlich ein ganz schöner Schimmel, wenn das nicht so bräunlich wäre. Aber ich finde, es sieht auch ganz süß aus irgendwo. Galaxy Angel hat diese schöne Musterung der Galaxie auf den Rücken, wenn es verwandelt ist. Und wenn es nicht verwandelt ist es ein ziemlich schönes braunes Pferd mit schwarzer Mähne. So sieht Ice Hunter verwandelt aus und wenn er nicht verwandelt ist, wenn er nicht verwandelt ist, sieht er so aus. So ein bisschen, ja, schwarz-grau, weiß, würde ich mal sagen. Amethyst Guardian sieht nein, sieht verwandelt so aus mit einem richtig geilen Lila in der Mähne und im Schweif. Und wenn er nicht verwandelt ist, sieht er folgendermaßen aus. Wenn er nicht verwandelt ist, ist er in einem ja, schönen Silberton mit schwarzer Mähne und schwarzem Schweif. Dann haben wir noch Blue Diamond, der sieht verwandelt so aus. Und unverwandelt sieht er so aus. Auch sehr schön, wie ich finde. Ein sehr schönes Schwarz und ein ja, doch nettes Grau von der Fellfarbe her. Firefly erstrahlt in ein tollen Gold, wenn er verwandelt ist. Und wenn er nicht verwandelt ist,
Dann hat er immer noch eine ganz, ganz tolle Farbe. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Weiß sieht es doch sehr schön aus, wenn man draußen mit ihm rumläuft. Fire Hero besticht mit seinen mega geilen Rottönen in Kombination mit seinem schwarzen Fell. Und wenn er nicht verwandelt ist, sieht er folgendermaßen aus. Wenn er nicht verwandelt ist, dann sieht er aus wie ein Pferd aus Südhof. Das wollte ich mir auch damals holen. Und ja, von der Statur her und so weiter ähnelt er ihm doch sehr, sehr stark. So, hiermit ist die Folge aber nun wirklich zu Ende. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.